Ein Leibbrot. Gibt es was Ehrlicheres als ein Leibbrot? Haben wir nicht Angst, wenn einmal kleine Bäckereien diesen Leibbrot nicht mehr erzeugen, wenn der nur mehr aus irgendwelchen Industriestraßen runterrennt? Das ist ein ehrlich erzeugter Leibbrot von heute in der Nacht. Aus dem Rötzer Zentrum. Wir sind heute in der Backstube des Rötzer Zentrums und gleich neben mir der Horsti. Seit 1. Jänner 96 ist gleich eine Rechenaufgabe und alle Schlaumeier da drinnen. Also seit 1. Jänner 96 ist der Horsti schon da. Er hat jetzt die Backstube über, er leitet das und wir gehen jetzt durch und schauen sich einmal was an. Als erstes kommt es einmal gleich da um und ich zeige euch das einmal was, wo ich sehr oft angeschrieben wurde. Ich zeige euch einmal was. Das ist dieses legendäre Salzstangerl, von dem da alle geschrieben haben. Das, ich würde gar jetzt nicht in die Erklärung geben, das ist ein wahrer Video wert. Aber das ist dieses Salzstangerl. Kann man da machen, jetzt kann man da filmen. Das, weil es gerade daneben liegt, ist dieses Kipferl, das ich so liebe. Das ist ein ganz besonderes Kipferl. Das ist nämlich, das ist also ein bisschen eine Mischung. Das ist nicht ein süßes Kipferl, das sind die Brioche-Kipferl. Warte, füllen wir mal da rum, schau. Das geht gerade in den Ofen rein. Das sind die Brioche-Kipferl, das ist ein Brioche-Teig. Das ist das nicht. Das ist also ein bisschen ein süßerer Teig als die Semmel. Es hat auch irgendwie einen ganz feinen, weil das will ich jetzt nicht nehmen, das zeige ich dann oben im Geschäft, weil das haben sie sich schon hergekriegt, das dürfte da ausgeliefert werden. Aber das einfach einmal probieren. Das Kipferl, ein ganz normales, es ist kein Sämetag, aber es ist ein mürbes Kipferl, es ist wirklich top. Also ich liebe es zum Beispiel so. Aber wir haben heute ein Sämevideo, nicht ein Kipferlvideo. So, das wären die Brioche. Das habe ich, solche Tätigkeiten habe ich als Kind gemacht. Ich habe auch da meinen Sohn heute da, den zeige ich nachher bei den Hansimmen fuhren, der schläft noch. Das habe ich als Kind gemacht, um diese Uhrzeit, Viktor. Ich habe als Kind, haben sie immer gesagt, ich habe eine Schürzen gehabt, bevor ich noch eine Hosen gehabt habe. Wenn ich schon da jetzt bin, was es in Teigform gibt, das sind die Burger, die in Teigform, was im Trümmer, im Rötzer Zentrum gibt. Das wären die Burger, die sind zweimal geschnitten, dass das knusprig sind oben. Dass es nicht so lätschert ist, dass das knusprig ist. Wir schneiden das zweimal. Das sind ganz interne Geheimnisse. Also, kann man jetzt nachmachen. Das wird ein Striezel im Wandel. Striezel im Wandel wird das auch. Dann zeige ich da was. Das ist schon fertig gebacken. Ist das jetzt heiß, dass ich mich nicht gleich verbrenne bei der Kamera? Nein, also, heiß ist schon was. So, das ist das Hotdog. Ich schätze mal, das wird die Wallisack-Brigitte kriegen. Oder irgendein Fußballverein, keine Ahnung. Oder Weihnachtsfeier, Würstelstandeln. So. Jetzt gehen wir mal rüber und da werden schon die Hansimmen geschlagen. Ich gehe jetzt gleich mal, ich schaue euch mal. Ich habe jetzt da den Hofmann Horsti, dann unseren Joe, das ist ja eine Legende, der hat einmal beim Schwarzbeck gearbeitet. Und dann ist er zu uns gekommen und den Lukas. So, ich nehme jetzt einmal einen Tag. Ich muss es jetzt sagen, ich selbst habe das jetzt viele, viele, viele Jahre nicht gemacht. Ich schätze mal ungefähr 20. Aber ich habe auch schon ein paar Semen in meinem Leben gemacht. Und jetzt lernt man in der Berufsschule, lernt man es ein bisschen anders. Also alle Berufsschullehrer, schaut es einmal weg. Die Semen, mir hat das ein alter Pensionist gelernt, den seine ganze Bestreben, der hat mein Vater immer geholfen, in der Nacht Semen machen. Und der hat sein ganzes Leben nur Semen gemacht. Und den hat, ich habe immer so bewundert, der hat riesen Hände gehabt und ganz egal, was der gemacht hat, ist immer Semen rausgekommen. Und der hat die Hand draufgelegt und da ist ein Semen geworden. Und der hat versucht, mir das zu lernen. Und ich habe das aber schon als ganz Kind gelernt. Der hat einfach. Warte mal, soll ich das hin? Das muss ich mir nicht machen. So. Der hat einfach einen Teigling genommen, hat draufgedruckt.
Und dann hat er das einfach so angeschlagen. So, und das. Und jemand dreht das und drückt es. Es ist nicht gerade drauf gedrückt, sondern schräg drauf gedrückt und drückt es dann so rein. Und das ist ein Semmel. Schau, jetzt habe ich 20 Jahre kein Semmel gemacht, weil das ist ja eh gar nicht so schlecht. So, jetzt muss ich noch einen Tag nehmen. Ich mache das nochmal, jetzt zeige ich das nochmal. Mann, ich schaue nochmal her. Für alle Ewigkeit, dass meine Enkelkinder wissen, wie ich Semmeln gemacht habe. Ich habe das drauf und dann fahre ich. Und ich rück das immer weg, drehe das so rüber und drücke nur mit dem Spitz der Kante drücke, das drücke ich nicht nieder, ich drücke nur da, mit dem drücke ich da rein. So. Und dann drehe ich das dann so rein und drehe es um und das wird ein Semmel. So, warte mal, geht schon mal so. Schaut relativ einfach aus, aber muss man mal probieren, ist gar nicht so einfach. Ich hätte da gleich wieder reingekommen. Also mein Bruder kann auch Handsemmeln machen, halt nur halb so schnell, weil es ist wurscht. Aber sagt es mir nicht, ich werde es eh dann mit dem Video sehen, aber immer das der Langsame. Der hat immer nur gedauert, war er schnell. Aber schnell war ich. Ich mache ja seit kurzem einen Tanzkurs. Ja. Das Semmeln machen ist eigentlich wie Foxtrot tanzen. Das ist ja gar nicht so einfach, aber wenn man mal den Rhythmus hat und genau weiß, was man tut, dann fängt es ja an, Spaß zu machen. Ja, das ist ja das. Das spielt noch in Elvis auch. Ein Semmel von Hand. Ein Semmel von Hand. Schaut recht botschert aus, aber. Ihr seid. Das schaut auch, wenn ein Maler einen Pinselstrich macht, auch nicht einfach aus, weil es nur ein Pinselstrich ist, aber es geht nicht. So, Victor, come on, my son. Schau her, Victor. Schau her mal, schau mal zu. Ja, so, drückst du drauf. Ja. In der Berufsschule tut man das Einschlagen lernen gar nichts. Ich sage dir, wir haben es so gelernt, nicht viel Geschichten, man drückt drauf. Und dann ist es so wichtig, wie du diese Hand, wie du das in diese Hand reinrollst. Das ist wichtig. Also schauen wir mal ganz genau zu. So. Das Wichtige ist, dass du das nicht so gerade andruckst, sondern dass du das schräg hast. Und du musst da das so reinrollen. Ich weiß, das ist jetzt schwierig. Das schaut, wenigstens sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. So, und jetzt mit Daumen. Der Daumen ist das, wo das letzte eine druckst. Der Daumen ist das, wo du das letzte eine druckst. Und da legst du jetzt drüber. Mit dir rollst du das drüber. Ja. Einmal, dann drehst du das so rein in die Hand. Zweimal drehst du das rein in die Hand. Dreimal. Ja. Und das. Das ist für den ersten Versuch extrem gut, falls einer jetzt das als lächerlich herstellt. Das ist extrem gut und jeder, der es besser kann, gerne mal herkommen, probieren. Das ist extrem gut. Ich sage nur, das, was man da jetzt sieht von uns, das sind Tätigkeiten, das ist. Wie wenn du den irgendwann von den Rennfahrer-Autofahren siehst und du setzt das erste Mal in ein Auto und du hast Kuppeln, Gas, Bremsen, da hat auch jeder einen Stress von euch gehabt. Ja. Und das ist ungefähr dasselbe. Das schaut so watschen einfach und deppert aus, wenn ich das mache. Aber ich habe schon mal eine Million Semmeln mit der Hand gemacht, nur so als Ding. Vor allem, mir hat es jemand gelernt, der neben mir gestanden hat und gesagt hat, so muss das machen. Kinderhände haben das gelernt. Und ich habe es jetzt 20 Jahre nicht gemacht, das vergisst du nicht. Das Wichtige ist, da musst du. Das wird immer ein Semmel. Wie geht das schon? Das ist einfach nur, das muss man lernen. Aber diese Tätigkeit, ja, du legst den Daumen rein und dann musst du dir das in die Hand reindrehen und während du drehst, schlagst du das hinein. Das geht urschnell. So schlagst du es einfach so rein. Da ist nicht irgendwas. Und das muss man noch sagen. Das muss man lernen wollen. Das ist das Allerwichtigste.
Und ich wollte das lernen. Ich war ein ganz kleiner Bub. Ich habe nicht so gern gehabt, wie das will ich kennen, weil das ist die absolute Königsklasse. Wer Hans Zimmer kann, das ist das in diesem Beruf. Das ist irgendwie, wer das kann in dem Beruf alles. Ich bin einmal auf einer Fachmesse gewesen in Wels und ich habe die Eintrittskarten vergessen. Und die Dame hat gesagt, ja, entschuldige, das ist eine Fachmesse, da können Sie als Besucher nicht rein. Ich habe gesagt, nein, ich bin Bäcker. Ich sage, das kann jeder sagen. Ich sage, geben Sie mir die Servietten her. Ich habe mir die Servietten genommen, habe auch die Servietten auch ansehen gemacht. Ich sage, okay, können Sie rein. So, wie geht's dem? Soll ich da jetzt ein Semmel machen? Das wird auch schwierig, ja. Also die Semmel, das heute kauft, die da das ein bisschen einen Schlag hat, das ist die. Da kann ich nichts dafür. Das ist die im zweiten Anlauf. Also ich drücke mir das, ich noch einmal. Nur einmal, dass man das auch genau sieht. Ich drücke mir diesen Teig flach. Ich tue da keine Geschichten machen. All das, was man da irgendwie lernt, das ist nicht, das ist nur in der Theorie, die Praxis ist so. Die wirklichen Becken von damals, also was wir das gelernt haben, wie ein ganzer, jetzt bin ich 58 Jahre alt, ich war so ein Hase, ich habe da nicht einmal gescheit aufgesehen auf das Ding. Und die Leute, die mir das gelernt haben, die haben nur Handsemmen gemacht. Und die haben einen riesen Hand gehabt, weil die einer ganz Leben nur Handsemmen gemacht haben. Und der hat den Tag in die Hand gehabt und meine Augen waren so groß. Der hat einmal drauf gehabt, hat das so gemacht und hat während er geredet hat, hat er mir das gezeigt. Und ich habe gesagt, wie soll ich das jemals lernen? Das sind so viele Bewegungen in der Hand drinnen. Du musst nur rollen, drehen, schlagen, genau zur richtigen Zeit. Das ist wie Tanzen. Das ist. Aber wenn du das öfters machst, geht das irgendwie in die Automatisation, dass du das eine machst und dann geht in die Automatisation das nächste, der nächste Vorgang. Das ist wie beim Foxtrot tanzen. Und wenn du damit die vierste Hand alles gleichzeitig bewegen kannst, ohne dass du nachdenken kannst, dann kannst du Handsemmen machen und kannst ihm erzählen, was gestern, dass du gestern mit einem Hasenfurt warst. Also ich kann das. Jetzt kann ich den Joe nicht erzählen, dass gestern mit einem Hasenfurt, weil ich bin verheiratet, habe ich keinen Stress. So. Haben wir da noch ein paar Handsemmen? Na Burschen, dann schlagen wir es runter. Ich selber habe gerne ein bisschen mehr Mehl, weil die Semmel dann noch um eine Spur, das ist ein bisschen geschmackiger, wenn da ein bisschen mehr Mehl ist. Ich meine, bist du jetzt bereit für alle Ewigkeit, die Semmel, die in die Geschichte eingeht, die Enkelkinder meiner Enkelkinder anschauen? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Kinder, wichtig ist, man muss Daumen, eine, das erste so dran und immer wenn du drehst, bevor du das weiter drehst, mit dem draufdrucken und dann weiter zahlen und dann durchdrucken. Dann halt es nämlich, sonst geht das Semmel nämlich auf, aber genau das ist das, was du dann reindruckst und ein Stickel weiterreißt und du tust den Tag ein Stickel aufreißen, dass er ein bisschen klebriger wird und schlagst es dann rein. Und das ist die Kunst, warum das so schön hält dann und so ein schöner Stern wird. Und wenn du das gleichmäßig drehst, scheiß drauf, wie der Tag ausgeschaut hat, das macht deine Hand. Deine Hand macht das Semmel und das muss irgendwie, das ist halt Steigerungsstufen von einem Foxtrot, sage ich. Aber das muss in einem Rhythmus sein. Und ich kann den Joe heute erzählen, während ich Handsemmeln schlage, da trinke ich nicht nach. Da brauche ich nicht denken, was jetzt, ob ich traue oder nicht traue, das mache ich in der Automatisation. Und das nur nach 20 Jahren. Ich habe da wirklich 20 Jahre keine Semmel gemacht, gell? Mein Sohn ist der Zeuge. Das kann man, das wollte ich gerade sagen, das kann man ein bisschen emotional auch machen. Weil zum Beispiel, ich habe ja da auch gelernt, ja, und zeitweise mein Vater war ja dann nicht gerade einfach, entschuldige Papa, wenn ich das jetzt da so sage, da, der war ja dann nicht ganz einfach und ich habe gerade eine Mordswut gehabt, weil ich bin ja gerade erst heimgekommen, weil um die Zeit, da sind meine Haferrolle heimgekommen und ich habe mir meistens im Auto, wenn ich umgezogen bin, dann arbeiten gegangen. Habe ich auch meinem Buben schon erzählt. Und da hast du gleich ein bisschen eine Emotion dabei. Und ich dachte, oh Gott, da kann man sich richtig. Ja. Auch gleich die Semmel so, dass er richtig geschlagen ist. Da kannst du ein bisschen austoben auch. Oder wenn du ein bisschen Ehespannungen hast, auch das machen die Becken gern, da sieht man auch, der hat heute schöne Stern bei den Semmel, der hat wieder mit der Alten gestritten. Oder? Heute ist mir die Alte wieder am Arsch gegangen, haben wir schöne Stern. Ja, also das Wichtige ist auch, der Bäcker
hat es eigentlich gut. Das muss man auch sagen. Dieser Beruf ist ein absoluter, super toller Beruf. Er hat nur eine kleine, wenn ich sage, eine kleine Schönheitsfehler, das ist halt die Uhrzeit. Aber die verzeihen wir ja, weil wir haben nämlich auch dann frei, wenn die anderen hakeln gehen, sind wir schon frei und können machen, was wir wollen. Allerdings, er hat mit Lebensmitteln zu tun. Es ist toll, es geht was weiter auf der Kroden. Es ist nicht, der spürt sich nicht wie ein Konditor 5 Stunden auf einer Torte und dann kommt der und sagt, oh, das hätte ich mir aber schöner vorgestellt. Nein, wir hauen die Semen, klopfen die Semen runter, machen das nächste, machen ein Brot. Warte, schauen wir mal zu den Rockengrusti. Jetzt fällt es mir gerade ein, wenn ihr die ganze Zeit so deppert redet. Schauen wir nur mal, bevor sie uns das einschießen dann, schauen wir mal schnell zum Rockengrusti. Bevor wir zum Rockengrusti gehen, da geht ja da jetzt Schuss auf Schuss, haben wir die Stritzeln. Stritzeln, kühlerer Ofen. Wobei, heute ist das nicht mehr so. Wir haben, durch das, dass das Elektro ist, sind wir relativ variabel. Natürlich, wenn der jetzt 250 Grad hat, kann man nicht gleich Stritzeln einschießen. Aber beim Elektro ist es etwas einfacher. Den könntest du rein theoretisch jetzt mit einem Fetzen Nos auserwischen und der fällt in der Temperatur relativ flott runter und dann könntest du das dann schon Stritzeln auch machen. Aber früher mal den Ofen, aber da gehen wir nachher eine Runde, zeige ich euch nachher. Die Stritzeln, Familienrezept, den Stritzeln, wenn sie mal, probiert sie mal. Es gibt Supermärkte Stritzeln. Für mich ein Verbrechen, dass das überhaupt denselben Namen hat, aber das würde jetzt nicht irgendwas anders schlecht machen. Kauft euch einmal Oma einen Stritzel, schneidet ihn, aber kauft euch keine 5 Stritzeln. Das ist alles nicht notwendig. Kauft euch einen Stritzel oder einen halben Stritzel, nehmt euch eine Butter dazu, esst den einmal an einem Sonntag, am Vormittag oder in der Früh, wenn ihr mit euren Kindern aufsteht, aber nicht im Übermaß. Ein Stickel jeder mit einer Butter. Nicht zu viel. Der Pirschgehöre Schinkenfleckel waren auch noch so gut, wenn nicht nur da waren. Eher weniger und genießt es einmal. Das ist qualitativ so hochwertig. Also wir auf unserem Sonntagstisch ist ein Stritzel seit vielen Jahren. Den gibt es mit und ohne Rosinen. Falls ihr, ich habe jetzt gesagt, jetzt sollen ein bisschen mehr Rosinen reingeben, dass man es im Video sieht. Wir haben das Ganze auch ohne Rosinen. Ihr könnt es oben sagen, weil nicht jeder will Rosinen. Ich liebe die Rosinen, aber manche sagen, das will ich nicht. Victor, magst du Rosinen? Zum Beispiel, mein Sohn mag keine Rosinen. Ich bin ein Rosinentiger. Ich darf immer seine Rosinen haben. Naja, wir nehmen daheim einen Stritzel ohne Rosinen. Also, ich habe mich gebeugt, weil meine Tochter will mich auch keine Rosinen. Das Rockengrusti. Für mich das qualitativ hochwertigste Brot, das wir haben. Ja, das kann man, dann nehme ich es einmal oberschauen. Das Rockengrusti ist einfach das qualitativ hochwertigste, was wir erzeugen. Da ist eigentlich, da ist weder Hefe drinnen, da ist nichts drin. Da ist ein Rockenschrot, aber wir gehen jetzt einmal her. Schaut's hier einmal. Wir haben da Mehle. So. So. Ihr kennt ja alle das Veggie-Bräu. Das Veggie-Bräu ist schon geraus, die Böhmgrister. Ihr Mann, der macht da so ein Mehl. Dass man das einmal sieht, schaut euch einmal das Mehl an. Das ist vom Böhm. Das ist das Mehl vom Böhm. Das reiner Rocken. Und aus dem Rocken, und dann haben wir einen Rockenschrot. Wollen wir den Rockenschrot jetzt wieder hingeben? Das habe ich gerade in der Hand gehabt. Ah, da, der Rockenschrot, Entschuldigung, das sieht man. Schaut mal, schau mal her. Schaut mal den Rockenschrot an. Das ist schon so lange unser Nahrungsmittel. Das ist so ehrlich. Das ist nicht irgendein mit Chemie versetzter Schaß. Das ist nur reiner Rocken, reines Rockenmehl. Aus diesen 2 Komponenten, aus Wasser und Salz und sonst nichts. Ich weiß nicht, da gibt es nicht eine depperte Bierwerbung. Aber wir haben sonst nichts drin. Da ist keine Hefe drin. Wir haben eine 3-Stufen-Sauerführung. Das braucht es, weil sonst ist ja das nicht backfähig. Eine 3-Stufen-Sauerführung. Den Rockenschrot, von wem haben wir den? Den haben wir von Hohneiser. Ja, das ist eine kleine Mühle, es ist eine Mühle, ich habe in Senior Hohneiser, die Buben kennen nicht, in Senior Hohneiser, wie man kennt, der war immer für mich ein so freundlicher Mensch, der ist immer gekommen, der hat immer, man kann nicht freundlicher sein, als der alte Herr Hohneiser war.
Und wenn der mit seinem Lost von Kummer ist, hat immer selber den Müllsackel reingezahlt und zum Schluss haben ihm dann seine Buben schon geholfen. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, immer der Mensch war immer in seiner unglaublichen Freundlichkeit. Dann ist er immer vorgegangen in die Bäckerei, hat sich ein paar Salzstangeln gekauft. Das kann man nicht vergleichen, wenn irgendwo in irgendwelchen Parkindustrien Silo-Wegen hinfahren und das einblasen. Da hat kein Herr Hohneiser ein Sackel Müll eingetragen. Das meine ich, das hat er, und diese Energie, das trockt es. Das ist in dem drin, das kann ich nicht sagen. Und, na gut, Burgräte, was Rockengroß, die probiert es. Es ist unser ehrlichstes Produkt. Der Viktor sprüht jetzt gerade die Semen an, die werden mit einem Wasser angesprüht. Ja, schaut, macht er schon recht gut. Hey, du hast einen neuen Job. Jeden Tag, 3 Uhr früh, geht schon los, da hast du gelacht. Wir haben einen Semmelabsprüher. Ja, nein, aber das ist wichtig. Und es ist auch so, mein Bub schläft leider noch, aber jeder von euch, der jetzt gerade schläft, wenn ich ihn aus dem Bett gezahlt habe, er hat gestern ein paar Computerspiele gehabt, ein paar wichtige, ist um die Uhrzeit ein bisschen angeschlagen, weil man es ja nicht gewohnt ist. Es ist nur, er sieht einmal, was das heißt, ein Nahrungsmittel zu erzeugen. Ein Nahrungsmittel, das was eigentlich wir gewohnt sind, wir kaufen es, das ist nicht irgendein in einem Parkshop künstlich wiederbelebtes, das ist ein ehrliches Produkt, das heute in der Nacht gearbeitet wird, dann in das Geschäft aufgetragen wird, das zeige ich euch auch da oben. Und da oben seht ihr, wie dieses Lebensmittel, was da jetzt um diese Uhrzeit erzeugt wird, oben dann verkauft wird. Und die ersten Leute, die was in der Früh zur Bahn gingen, können sich da jetzt ein frisches Gebäck nehmen. Ein Salzstangerl, ein Kipferl, ein Pizzastangerl, ein Kornspitz. Warte mal, ich schau mir den Kornspitz an. Schau, da haben wir jetzt ein paar Sachen schon heraus. So, der eigene Rösche, das ist irgendwie, ich liebe es, jetzt habe ich ganz mollige Hände, aber Bäcker darf mollige Hände haben, schau. Ich liebe es. Ich hab am liebsten die mit den Kerndeln. Schau, hör mal. Ich habe am liebsten die mit den Kerndeln, die Kornspitz. Hört man das knacken? Ich liebe es. Diese Rösche, das hat er oft da regnet. Das ist immer, das ist ehrlich. Wenn du das einfach in der Früh kaufst, aber das geht natürlich nicht am Nachmittag, dann müsst ihr in der Früh herkommen und müsst das kaufen. Da haben wir ein Brioche-Kipferl. Oh, das ist heiß. Warte mal. So, warte, wenn ich jetzt raus, das ist heiß. Das ist noch ganz warm und wir haben ja ein warmes Brioche. Sieht man das? Na warte, Mann, schau, das machen wir jetzt einmal so. Schau es einmal an. Ein warmes Brioche, ihr kennt das nicht. Riecht ihr das? Das Aroma, da riecht jetzt gerade die ganze Bogstum nach dem Brioche, was ich da auseinanderbringe. Dieses warme Brioche, das ist schon, hör mal. Schau mal das an. Schau mal das an. Das ist ein warmes Brioche. Das kann ich nicht anders, das muss ich jetzt essen. So deppert. So deppert. Die Oder der Freude, die Oder der Freude hat man an solchen Dingen geschrieben. So, willst du die Brioche geben? Aber die gibt es meinen Sohn. Ach, halt einmal. Das warme Brioche. Ja. Bestanden, ich habe jetzt nicht gesagt, Victor, da isst gleich, sondern nein, ich habe es in die Hand und das gleich gegessen. Man sieht, das ist gut. Ein Leibbrot. Gibt es was Ehrlicheres als ein Leibbrot? Haben wir nicht Angst? Wenn einmal kleine Bäckereien diesen Leibbrot nicht mehr erzeugen, wenn der nur mehr aus irgendwelchen Industriestraßen runterrennt, das ist ein ehrlich erzeugter Leibbrot von heute in der Nacht. Ihr seht es nicht, aber wenn es den zusammendruckt, das ist schade, dass wir das noch nicht geschafft haben, dass man das zu euch umbringt. Aber das wird die nächste Generation, kriegt jetzt eine Aufgabe. Ja, das war der Leibbrot. Ich weiß, dass der Weizen 700 in der Kritik liegt. Es gibt Bücher, da gibt einmal ein Birkel gelesen, das heißen die Weizenwampe. Und ich habe das gelernt, ich habe das eigentlich inhaliert, den Beruf. Ich habe den wirklich von Geburt auf, ich habe den eigentlich schon mit der Muttermilch mitgekriegt, den Beruf. Es gibt nichts, was mehr mit Leib und Seele Bäcker ist als ich. Schaut es mal her. Ich bin ja nur dann zum Eis, ich bin ja dann Speiseeiserzeuger geworden, aber ich habe das Bäckerhandwerk ja nie aufgehört. Das ist das Weizenmehl. Dieses so oft in die Kritik gekommene Mehl. Ein Blödsinn. Für mich ein absoluter Blödsinn. Das ist das qualitativ hochwertigste Getreide.
Es ist halt leider Gottes durch die Industrie und der Druck der Bäcker haben begonnen dann irgendwie, immer Kleber stärker wurden und die Maschinen haben das immer gebraucht. Ein Handball hätte es gar nicht gebraucht. Das haben die Maschinen gebraucht, war nicht die Hand. Das ist als ein Spitzengetreide. Das müsst ihr mal, das Mehl, das ist vom Aßmann Franzi. Das ist der W700. Das ist die Königsklasse vom Getreide. Da ist alles drin. In dem ist alles drin. In dem Mehl ist alles drin. Und mit dem machen wir unsere Hahnsemmen. Und wenn es der Buttersemmen der Früh ist, dann packst du kein Bierkleber, irgendein Weizenschreiben. Das ist ein ehrliches Produkt. Da gibt es halt irgendwelche kleberstärkende Sachen drin, dass das Ganze ein Jahr in der Tiefkühlung Stand hält. Also das brauche ich da gar nicht reingeben. Das muss ja mein Gebäck nicht. Mein Gebäck muss genau jetzt 6 Stunden essbar sein. Und dann kann man es eh auf Bredeln reiben. Ich brauche das nicht, dass das bis in die Ewigkeit hält. Und schon gar nicht durch einen DK-Prozess durchgeführt wird. Das weiß ich schon. Wenn ich heute was erzeige, was ein halbes Jahr alt sein muss, was das aushält, dann muss ich viel reingeben. Aber ich kann ehrlich arbeiten. Ich kann den hochqualitativ hochwertigsten Weizenmehl nehmen vom Aßmann Franzi. Schau, da ist nichts drin. Ich gebe nur das eine, da brauche ich nichts dazugeben. Aus dem mache ich meine Hahnsemmel. Das ist absolute Spitzenqualität. Da muss ich mir nicht schauen dafür. Das ist ich jeden Tag. Auch wenn ich jetzt auch am Bauch habe, aber das ist, weil es so fissierst, dass da ist, also weiß ich. So, da steht schon das Bäckerauto, da unten steht noch eins, aber viel ausliefern darf man nicht mehr. Das war früher mal. Früher haben wir viel ausgeliefert, die ganzen Wirten alles. Das ist natürlich alles zurückgegangen. Heute haben wir noch irgendwelche Märkte, die wir beliefern. Also ihr findet uns noch auf ein paar Märkte, aber ansonsten der Wiederverkauf ist eher zurückgegangen. Das ist leider Gottes nicht mehr lukrativ. Aber da hat man alles eingeladen in die Autos und dann sind die Autos da rausgefahren beim Tor. Aber da ist einmal ein Pferdewagen rausgefahren. Der ist mit den Semen nach Wien gefahren. Das meine ich. Da stehen Autos. Ich habe das schon all das irgendwie anders in Erinnerung. Ich habe nicht den Pferdewagen gesehen, aber wie ein Kind war, haben sie mir das erzählt. Wie der Opa mit seinem uralten VW rausgefahren ist, habe ich gesagt: Ja, warte, der Urgroßvater ist da noch mit dem Pferdewagen rausgefahren und der ist nach Wien gefahren und der Opa fährt noch der Vierer zum Wirten. In der Früh. So, wir haben da, fangen wir mal vielleicht mit dem Brot an. Haben wir eh schon unten gesehen, in der Backstube, die was zum Ausliefern sind. Die anderen sind schon hier oben fürs Geschäft. Ich weiß nicht, man hört es nicht knacken, aber es hat ein Wahnsinnsbrot. Der Leibbrot. Wir haben da ein Frankenbrot. Ein Franken ist ein reines, das ist auch ein Mischbrot. Also das heißt immer, es ist ein Weizenanteil drinnen, Roggenweizenmischung. Wir haben allerdings einen relativ geringen Weizenanteil drinnen. Das sieht man auch, wenn das nicht so sichtig ist. Wenn das aufblasen ist wie ein Badeschwamm, je fluffiger oder je voluminöser das wird, desto mehr Weizen, desto weniger Roggen ist. Wir haben einen relativ hohen Roggenanteil und einen sehr geringen Weizenanteil drinnen. Darum ist das eher kernig, das Brot. Was natürlich viele sagen, das ist das ehrlichere, das bessere Brot. Schaut zwar nicht aus wie ein Badeschwamm und ist nicht so Ding, aber es ist ja das ehrlichere Brot. Das Ganze ist, wenn du das staubst und schneidest, hat das einen ganz anderen Charakter. Das Mehl bringt ein ganz anderes Aroma rein da oben drauf. Und wenn das wird leicht angeritzt und dann platzt das beim Ding auf, beim Backen auf. Und das sind natürlich, das so ein Ding gibt unglaublich viel Aroma. Also man glaubt das nicht, aber so ein Krusten, das schmeckt ganz anders, wie wenn das glatt ist. Wir haben dann das Ganze in einer Brotweckerlform. Wir nennen das Finchkerl, aber eigentlich ist es ein Brotweckerl, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze haben wir noch kleiner auch. Das Brotweckerl ist deshalb cool, weil wenn du das aufschneidest und da gibst du einen Schinken, einen blauen Salat ein und sowas, das kannst du gut in ein Büro mitnehmen. Und das ist besser als wenn du jetzt, oder sättigender als wenn du ein Weißgebäck nimmst. Also das ist wirklich cool, kann man mal probieren. So, jetzt das da. Ich liebe es. Das ist ein Mondstritzel. Ich weiß, dass das schon ein bisschen aus der Mode gekommen ist, das Mondstritzel. Es ist ein Gebäck, das lernst relativ rasch, wenn du als Bäcker zum Arbeiten anfängst, lernen sie da Flässerl machen. So nennen wir das in der Fachsprache. Das wird geflochten und das sind so die ersten Dinge, die so ein Lehrbuhr lernt, im ersten Lehrjahr ein Flässerl zu machen.
Das ist, wir nennen es Mondstritzel da oben, ist cool, hat das Aroma vom Mond und ist ein Weißgebäck. Und das geht dann da oben, da haben wir das in Sesam, dann haben wir da unseren Kornspitz. So, das geht dann bis oben. Ah, dann haben wir das Salzstangerl. Wo ich gesagt habe, das sind diese Salzstangerln, was wir da alle geschrieben haben, was wir auch unten in der Bäckerei gesehen haben. Das wir seit Generationen machen, das Rötzer Salzstangerl. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Rundgang durch die Bäckerei. Wir haben nicht das Mehllager gesehen, aber es wäre fast alles zu umfangreich. Und jetzt kommen da die Mehlspeisen gerade in die Vitrine. Das wäre vielleicht ein anderes Video, da kann man nicht alles herzeigen. Wir haben eher ein paar Sachen gesehen, wir haben unser Hanshimmel gesehen. Und wir wollen eigentlich jetzt Tschüss sagen vom Rötzerzentrum, vielleicht, dass ich noch was erwähne. Der Kakao von der Nöhm, wenn du das in der Früh so einen Kakao trinkst, vielleicht mit einem warmen Salzstangl, was ich da jetzt gerade habe. Oder mein Bruder isst gerade, der Victor isst gerade ein Schokokroissant, ein frisches, mit einem Kakao. Auch die haben es nicht so einfach, weil auch denen werden die Rohstoffe, die Energie, alles teurer. Ich habe jetzt erst mit der Natascha oder in Thomas habe ich auf dem Elternsprechtag getroffen. Da ist alles schwierig geworden. Das ist nicht alles so, dass man sagt, das ist ja nur, oh, nein, der Nöhm. Auch die Nöhm kämpft. Alle, wir kämpfen alle. Jetzt hat man mal auf jeden Fall ein bisschen was gesehen von der Backwarenseite des Rötzerzentrums. Vom Eis habe ich eh schon so viel gezeigt. Jetzt habt ihr die Backstube des Rötzerzentrums kennengelernt. Und jetzt gehe ich dann einmal in einem der nächsten Videos durch das gesamte drübere Teil des Rötzerzentrums und zeige euch das in all seinen Bereichen. Und vielleicht gebe ich dann auch ein paar Visionen, die ich habe da drüben für die nächsten Jahre, weil ich habe mir gesagt, man muss jetzt einmal in der Zeit ein bisschen stillstehen und schauen und beobachten, wo die Reise hingeht. Mit Energie, mit Rohstoffpreise, mit irgendwas. Und wie kriege ich das Rötzerzentrum durch diese schwierige Zeit durch? Ist gar nicht so einfach. Wenn das klar war, hätte man wesentlich leichter. In der Größe ist das eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Aber ich fühle mich gewachsen. Das war's wieder aus dem Rötzerzentrum.